Wir haben die Aufgabe bekommen, ganz kurz mal eine strategische Einordnung der Herausforderungen der Klimagerechtigkeitsbewegung vorzunehmen in so knapp 10, 15 Minuten. Vielleicht lässt sich alles ungefähr so zusammenfassen. Wir spüren Gegenwind, der bläst uns manchmal auch in sehr heftigen Böen entgegen. Und für ein paar Jahre sah es so aus, als wären wir Klimabewegte die TreiberInnen gesellschaftlicher Veränderungen. Aktuell sieht es aber eher so aus, als sei die Angst vor uns die Treiberin, die Angst vor Klimabewegten, nur leider eben die Treiberin gesellschaftlicher Veränderungen in die völlig falsche Richtung. Wir wollen das Thema aber nicht nur psychologisieren, denn natürlich geht es dabei um handfeste ökonomische Interessen. Unsere Gegnerinnen, damit meine ich zum Beispiel Bayer, Tönnies, VW, Vonovia, RWE, Fresenius, alle einmal quer durch den DAX. Diese GegnerInnen fühlen sich von uns ganz konkret bedroht und verteidigen ihre Profite mit aller Macht. Und wir müssen uns ganz ehrlich die Frage stellen, welche Macht haben wir dagegen aufgebaut? Welche Macht haben wir tatsächlich aufgebaut in den ganzen letzten Jahren? Welche gesellschaftlichen Veränderungen haben wir geschaffen? Und die Bauernproteste zuletzt waren ein ganz gutes Beispiel dafür. Wir haben in den letzten Jahren und gerade auch jetzt in den letzten Monaten immer wieder viel diskutiert über Strategien. Handeln wir eigentlich mit einem Verständnis von, wir sind eine Minderheit, die versucht, Veränderungen zu erzwingen, oder sehen wir uns mit der Aufgabe konfrontiert, gesellschaftliche Mehrheiten zu schaffen? Und dann haben viele Leute, zumindest in meinen Bewegungskontexten, vielleicht geht es euch ähnlich, mit den Bauernprotesten nochmal so eine andere Perspektive darauf eingenommen, weil deutlich wurde, es geht vor allem um Macht. Die Bauern, Bäuerinnen haben es geschafft, Konzessionen von der Regierung zu erzwingen, bevor sie überhaupt angefangen haben, irgendwie zu protestieren. Und wir müssen uns schon fragen, warum schaffen die das und warum schaffen wir das nicht? Wir sind davon im Augenblick relativ weit entfernt, aber genau da müssen wir hin. Wir müssen es schaffen, eine Bewegung aufzubauen, die Macht aufbaut und gesellschaftliche Verankerung aufbaut, die in der Lage ist, politische Themen nicht nur auf die Agenda zu setzen, das haben wir geschafft, sondern das, was wir politisch wollen, auch zu erkämpfen und auch umzusetzen. Ja, wir haben mit verschiedenen Ansätzen bisher gearbeitet. Die einen sagen, wir müssen Leuten besser erklären, dass wir ihnen nichts wegnehmen wollen, sondern geben wollen. Eine neue Art des Überflusses, ein Reichtum des Gemeinwesens. Ein weiterer Ansatz sagt, wir müssen mehr Arbeitskämpfe führen und wir müssen uns mit der Arbeiterinnenklasse verbinden. Sie nicht gegen uns aufbringen, sondern mit ihnen auf einer Seite kämpfen. Und wieder andere sagen, wir bauen das gute Leben für alle schon mal in kleinen, selbstverwalteten Projekten auf, die eine Präfiguration sein können, die also zeigen, dass es wirklich geht. Und wieder andere sagen, wir kämpfen ohnehin immer in einer Position der Minderheit. Wir machen weiter ungehorsame Aktionen und Besetzungen und sorgen so für die notwendige Zuspitzung. Ja, aber zurück zur Psychologie. Also natürlich geht es auch um Angst. Also natürlich ist es in einer Gesellschaft, in der sich viele Leute sowieso schon kontinuierlich gestresst fühlen, von gestressten Schulkindern bis hin zu Rentnern in Altersarmut. Natürlich ist es in so einer Situation auch extrem schwierig zu erklären, dass das, was wir eigentlich wollen, massive Veränderungen für ganz viele Menschen in dieser Gesellschaft bedeuten würde. Natürlich stößt es auf Abwehr, natürlich stößt es auf Verdrängung, natürlich stößt das auf Stress und natürlich sind das starke Widerstände, mit denen wir da konfrontiert sind. Es ist aber auch nicht so, dass unsere Kämpfe zu nichts geführt hätten. Es ist auch nicht so, dass wir alles falsch gemacht haben. Wir müssen das auch im Kontext sehen. Manche Ansätze waren zu verschiedenen Zeitpunkten in der Vergangenheit richtig und jetzt sind neue gefordert. Und deswegen sind wir in den letzten Jahren auch durch eine Phase von Restrategisierung gegangen und daraus sind konkrete neue Projekte entstanden. Und das ist gut. Es gibt jetzt Projekte, um die herum sich bestimmte Spektren und Ansätze sammeln. Es gibt jetzt Wir fahren zusammen, was total großartig ist. Es gibt viele Leute, die auch hier im Raum sind. Ich erkenne die Gesichter, die in die Kliniken gegangen sind, in den Krankenhäusern Streiks unterstützt haben. Es gibt eine neue Allianz mit Disrupt, die versucht,
ungehorsame Aktionen anders zu machen, innovativer zu machen, neue Ansätze einzubinden. Und es gibt auch neue Experimente damit, gemeinsam sich mit Menschen, wie jetzt beispielsweise in Grünheide, um ganz materielle Grundlagen unseres Lebens wie das Wasser herum zu organisieren und gemeinsam zu kämpfen. Und jetzt an der Stelle, es ist auch ein bisschen absurd, dass wir gerade alle hier sind, während in Grünheide möglicherweise mit einer Räumung gerechnet werden kann. Ich würde sagen, einmal ganz großen Applaus für die großartige Wasserbesetzung in Grünheide. Hier in diesem Raum sind jetzt viele Leute und wir sagen uns, wenn wir Macht aufbauen wollen, dann müssen wir die Eigentumsfrage stellen. Ne? Deshalb sind wir heute hierher gekommen. Wir müssen das Verfügen über Eigentum in den Mittelpunkt unserer Strategie rücken. Die Frage, die wir uns jetzt hier beantworten wollen, ist, was heißt das dann ganz konkret? Wie kommen wir von einer Theorie der Vergesellschaftung zu einer Praxis, zu gesellschaftlichen Kämpfen? Und da, wo es diese Kämpfe schon gibt, was ist daran vielleicht auch der nächste Schritt? Und deswegen ist diese Konferenz ein so wichtiger Ort und deswegen ist es auch so wichtig, dass dieser Orga-Kreis vor einem Dreivierteljahr beschlossen hat, wir machen das und wir machen es richtig, richtig gut. Weil es ist wichtig, dass wir alle hier sind und uns diese Fragen jetzt stellen. Was ist der nächste richtige Schritt? Denn die letzten Jahre waren nicht nur gekennzeichnet von einer wilden Strategiedebatte in unseren Bewegungszusammenhängen. Die letzten Jahre waren auch gekennzeichnet, vielleicht fühlt ihr es ein bisschen, von ziemlich wilden Emotionen. Also ich finde, KlimaaktivistIn zu sein, ist eine hochemotionale Angelegenheit. Und ich möchte euch gern kurz was Persönliches erzählen. Es gibt eine Person in meinem Leben, mit der ich auch seit vielen Jahren zusammen wohne, die mich durch krasse Phasen meines Aktivismus trägt. Vielleicht habt ihr auch solche Menschen in eurem Leben. Und keine Angst, es kommt jetzt kein Heiratsantrag. Aber das bin nicht ich, ihr redet von jemand anderem. Aber diese Person fragte mich vor einiger Zeit, ist gar nicht lange her, Simon, wie ist denn das eigentlich, Klimaaktivist zu sein? Und ich war so ein bisschen überrumpelt. Also ich fragte mich, okay, wo sollte ich überhaupt anfangen? Und naja, dann habe ich darüber nachgedacht und ich dachte, ich mache jetzt mal eine kleine Umfrage in meinem politischen Freundinnenkreis und frag mal, okay, was macht es eigentlich mit dir? Also welche Emotionen kommen dir eigentlich in den Sinn, wenn du daran denkst, was macht es, Klimaaktivistin zu sein? So, jetzt Content Note. Jetzt kommen so ein paar Begriffe, die vielleicht für einige von euch, die auch unter Klimadepression leiden, schwierig zu hören sein können, hört vielleicht kurz weg. Beispielsweise Frustration, Enttäuschung, Trauer, Hilflosigkeit, Wut, Resignation, Angst. Das sind Dinge, die spielen in meinem Leben, vielleicht geht es euch auch so, eine Rolle. Aber es ist auch immer total wichtig, dass wir uns gerade, wenn wir an solchen Orten zusammenkommen, klar machen, was es eigentlich noch so gibt. Was wir eigentlich noch für ein Potenzial haben, unseren Bewegungen für andere Gefühle und Emotionen freizusetzen, die uns auch tragen in dem, was wir tun und die uns hoffentlich noch ein paar Jahrzehnte tragen werden. Welche Gefühle kommen euch in den Sinn, wenn ihr daran denkt, was Bewegung eigentlich auslösen kann? Woran denkt ihr da? Ja, sagen wir es mal gemeinsam. Freude. Freude. Was noch? Solidarität. Hoffnung. Hoffnung. Entschlossenheit. Sturheit. 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 Macht. Macht. Ja. Kurzer Lehrerinnenweib, aber... Gemeinschaft, wie wär's damit? Das sind genau die Dinge, die wir hier brauchen an diesem Wochenende. Das ist genau das, worum wir hier sind. Wir sind nicht nur hier, um klug über Strategien zu reden, wir sind auch hier, um miteinander zu socializen, miteinander Verbindung einzugehen, miteinander Bewegung aufzubauen, uns miteinander zu organisieren. Das ist genau der Grund.
Und lasst uns mal dieses Experiment an diesem Wochenende probieren, dass wir all diese ganzen Gefühle, die schwierig sind, da hinten in die Turnhalle auf die Auswechselbank packen und einfach mal alles andere, was gerade von euch gekommen ist, mitnehmen in dieses Wochenende. Dann haben wir, glaube ich, eine richtig gute Chance, hier was Großes Gemeinsames zu machen.